Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy. So, weiter geht's hier. Zack. Achso. Moment, hatte ich das nicht schon? Ah, das hatte ich schon, ne? Moment. Oder? Ja, okay, hatte ich schon. Gut, dann einfach mal da runter. Ne? Hey. Blub. Okay. So, ist hier irgendwo irgendwas? Da oben, das Ding, okay. Was ist da? Blub, blub, blub. Oh, komm schon. Okay. Ah, ja. Oh, hallo. Oh, fuck. So. Oh, Hallöchen. Moment mal hier, zack. So. So. Und zack, du noch mal das. So. Ah. So, ist jetzt gut? Natürlich nicht. Was ist das? So, Moment, ich muss noch kurz hier ein bisschen was einsammeln. Oh shit, das war X, das wollte ich gar nicht. Na gut. Aber er ist erledigt. Hui. Alter Vater, ey. So, Moment einmal. Ah, Truhe. Okay, sehr schön. Zack. Lumos. Und du mal hierher. Mal gucken. Dich brauche ich wahrscheinlich da. Moment. Ah. Was? Ach, komm. Hoch da jetzt. Hallo? Gehst du da hoch? Als ob ich da nicht hoch kann. Was ist das denn? Oh. Hä? Das wirkt ja noch komplizierter. Oder kann ich nur den... Moment. Okay. Nee, jetzt geht er wieder nach da. Hä? Okay, Moment. Hä? Komm du mal her. Aber wie komme ich denn da hoch? Hä? Okay. Ich kann hier nicht hoch. Okay, Leute. Moment. Da oben? Ne, wo war die Tür? Da war die Tür. So. Da komme ich aber auch nicht hoch.
So. Jetzt haben wir ihn. Supi, das bringt uns wenn aber sich nichts. Das dreht, sollte es die Plattform anheben. Das muss es sein. Ja, das reicht aber nicht. Ich komme nicht hoch. Geht nicht. Okay, was soll der Müll? Oh, Mann, ey. Lumos. Revelio. Da ist einer, da ist einer. Da ist noch anderes Zeug, da ist einer. Lumos. So, aber das bringt mir ja nichts. So, den da drauf, meinetwegen. Akio. Ja, Akio nicht. Okay. Nope. Okay, kann ich die mit Nevioso noch anheben? Nein, kann ich nicht. So viel dazu. Also, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was das Spiel gerade von mir will. Ich kann hier an keiner Stelle hochklettern. Keine Chance. So, hier ist anscheinend auch sonst nichts, was ich da noch drüber machen kann. Also, liebes Spiel. Zu der Tür bringen. Ja, wie denn? Ich komme nicht hoch. Okay, machen wir es anders. Ich gucke mich hier nochmal um. Das heißt, ich mache jetzt einen Cut und gleich hole ich euch wieder dazu. Okay, Freunde der Sonne. Weiter geht's. Alter, das ist ja auch, ne? So, was ist das Geheimnis? Einfach mehrmals draufschießen. Lumos. So, drauf da. Ups, halt falsch. So, komm du her. Moment, zack, einmal wieder enthüllen. Rebellion. So ein Schmuck, ey. So, hep, dann gucken wir uns erst nochmal hier ein bisschen um. Rebellion. Ja. Hier haben wir noch was. Himmelblaue Nietenhandschuhe. Sonst ist hier nüchte. Ne. Gut. So. Jetzt bleib hier oben. Lumos. So, du noch. Und auf die Tür. So, ein Blödsinn. Die letzte Ruhestätte der Hexe. Lodgok sagte, der Helm befinde sich in ihrem Sarkophag. Mhm, dann kommen hier doch jetzt doch in Feri. Eine tote Erschwinderin. Deine Leute haben sich mit dem Helm davongemacht. Lodgok wird sich ärgern. Das sollte ich Lodgok zeigen. Besser ist es vielleicht. So, hier einmal. Da ist noch ein Beutelchen. Und hier. Es muss einen Öffnungsmechanismus für die Tür geben. Aha. Hält er jetzt echt einfach durch? Okay, das war zu einfach.
So, kehre zurück zu Lodgo. Da ist er ja. Das war einfach. So, Hallöchen. Lodgok, der Sarkophag war bereits geplündert. Da war kein Helm. Nur eine tote Erschwinderin. Verdammt! Sie sind uns zuvorgekommen. Wir müssen ihn holen, bevor Rookwood sich damit weiter bei Renrock einschmeichelt. Ich habe eins ihrer Lager in der Nähe gesehen. Aber sie werden allein gehen müssen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Gut, ich gehe. Gut. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wenn wir den Helm nicht vor Rookwood bekommen, haben wir nicht einmal mehr den Hauch einer Chance, uns mit Renrock gutzustellen. Na toll. Dass diese elenden Diebe jetzt solche ein Relikt haben. Tja, was willst du machen? Hep. Wups, hui. Hole den Helm von den Dieben zurück. Machen wir noch glatt. Was ist denn das da? Hä? Das wirst du noch bereuen. Okay, da ist anscheinend ordentlich was los. Das hört sich nach Professor Fake an. Oh, Hallöchen. Moment, ich muss mal kurz hier... Rebellio. Da sind sie, die Erschwinderinnen. Expulso! Ich werde dir das Leben. Expulso! Wow! Expulso! Au! Ist Treffel wieder in der Nähe? Ha! Das läuft jetzt zu Expulso! Alter! Schau mal nach oben. Sollen wir beenden, was wir bekommen? Oh nein, ich habe ja die falschen Zauber ausgewählt. Mann! Mann, ey, die falschen Zauber ausgewählt. Das ist so ätzend. Vielleicht sollte ich mich mal bei Haben wir letzte Woche Upper oder Lower Hogsfield? Irgendwas stimmt hier nicht. Mann, ey. Oh ja, kämpft ihr, Mann. Alter. Expulso! Expulso! Jetzt ist es besser. Ups. So, mit dem will ich mich jetzt ja nicht unbedingt anlegen. Hui. Wenn es sich vermeiden lässt, ne? So, ergo schleichen wir uns rein. Was ist es? Oh oh. Das ist für Rookwood. Versuch es mir nicht allzu einfach zu machen. Na toll. Bärenstufe 19. Okay. Hat sie auch erledigt. Sehr schön. So, nochmal kurz gekickt. Nee, nichts mehr da. Nee. Dann ab auf den Besen und von dannen. Hui. Mann, aber das mit den Zaubern vorhin, dass ich die falschen ausgewählt hatte, das kotzt mich so an. Mysteriös und etwas beunruhigend. Was soll ich tun? Hä? So, guten Tag, da bin ich wieder. Die Erschwinderinnen sind den Helm los. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken.
Der Helm strahlt noch viel heller, als ich geahnt hatte. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Er ist fantastisch. Ich verstehe, warum Sie ihn zurück wollten. Dass Sie den Helm zurückgeholt haben, ist ein Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Dann bin ich ja froh, ihn los zu sein. Danke. Damit gewinne ich Renrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seiner Suche? Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich bin froh, Ihnen vertraut zu haben. Wir reden bald wieder. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. Okay. So, jetzt will ich erstmal... Ey, kann ich dir das komplette Zauberset verschieben? Alter, das geht gar nicht, dass das hier immer als erstes ausgewählt ist. Meine Fresse, ey. Das ist unglaublich. So, ey, es ist mir vollkommen Wumpe. Also. Ey. So, was haben wir denn jetzt noch? Als nächstes. Aufträge. Hier, Tierwesenunterricht besuchen, etc. Jo. Machen wir doch das erstmal. No, dann kriegen wir mal auf eine Karte. Die Karte von Hogwarts. Moment. Ja. Da ist doch hier Flohfeuergedöns. Da reisen wir mal hin. Jut, jut, jut. So. Da geht's los. Alles klar. Dann will ich aber erst noch mal kurz in meine Ausrüstung gucken. Was haben. Wie jetzt? Ich habe hier doch was Besseres. Wieso wurde mir das nicht angezeigt? 2x38. Joa. Ah, lieber die. Sehen schicker aus. So. Oh. Okay, die muss ich aber auf jeden Fall anpassen. Sieht kacke aus. Kann man nicht anders sagen. Da haben wir nichts Besseres. Da haben wir auch nichts. Nope. Hier, 39. Der hier. Sehr schön. Moment. Nee, das war hier. Erscheinungsbild ändern. Welche hatte ich denn die? Nein. Um Gottes Willen. Nee. Ja, hier, die nehmen wir. So. Okay, und dann besuchen wir den Unterricht für Tierwesen. Aha. Es werde Tag. Und ab geht's. Ups, in den Unterricht. Willkommen allerseits. Ah, Sie haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Man sollte diesen Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Anscheinend sind viele von ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Miss Sweeting, würden Sie bitte unserem Neuzugang in der heutigen Stunde helfen? Ja, Professor Howen. Hallo, ich bin Poppy. Poppy Sweeting. Keine Sorge wegen Professor Howen. Sie übertreibt manchmal. Alle Tierwesen hier sind ungefährlich. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf. Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es durchaus in sich. Ja, Professor. Hier, du kannst an Gerald üben. Achte bloß auf seine Zunge. Du kannst meine Bürste benutzen. Okay, Moment, was? Und denk an was Schönes. Tippe auf T, gehe zur Tierwesenbürste. Tierwesenbürste, da. Mhm.
schön. Er fühlt sich sicher viel wohler. Das hoffe ich doch. Ich glaube, er hat Hunger. Würdest du ihm etwas Tierwesenfutter geben? Mhm, aber sicher das. Mampf. Du, wonach das Granulat für Gerald schmeckt? Ich hoffe nach Süßigkeiten. Gerald mag dich. Da bin ich mir ganz sicher. Das freut mich. Er scheint sehr lieb zu sein. Das ist er. Güte ist eine seiner besten Eigenschaften. Gleich nach Ehrgeiz. Und Reinlichkeit. Mhm. Gute Arbeit. Nun machen wir uns zu den Gehegen auf und wählen ein anderes Tierwesen. Und bitte, seien Sie beim Füttern und Versorgen achtsam. Miss Sweeting, warum zeigen Sie unserem Neuzugang nicht die Kniesel im hintersten Gehege? Komm schon. Okay, was auch immer Kniesel sind. Ah, okay. Die Viechers. Na denn. Ah, Knieselschnurrbarthaare sollten mir ein paar Knuts einbringen. Genug für einen Einkauf beim Honigtopf. Blödes Vieh. Was in Merlins Namen machst du da? Du bist seltsam, Poppy. Sorgst dich wegen diesem blöden Vieh? Ihr Name ist Persephone. Ihr Name ist Persephone. Das ist nicht lustig. Los, komm. Diese beiden haben nichts in der Nähe der Klasse zu suchen. Zukünftige Wilderer. Persephone hat sie sofort entdeckt. Danke für deine Hilfe. Machen wir weiter. Füttere und bürste die Kniesel so, wie du es bei Gerald getan hast. Okay. Bitteschön, einmal gut durchbürsten, einmal füttern. Die Kniesel haben dich wirklich gern. Sie erkennen einen guten Menschen. Genau wie ich. Dann bin ich ja beruhigt. Es scheint, unsere Zeit ist abgelaufen. Bitte schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Nun, wo ist denn unser Neuzugang? Ja, hallo. Da, wo der Mantel sitzt. Alter Vater. Aha, geht doch. So, einmal interagieren. Hallo, Professor. Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Es war wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Gut. Sie scheinen zu verstehen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte bei der richtigen Pflege. Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Das haben Sie übrigens gut gemacht. Überlassen Sie es aber das nächste Mal lieber mir. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Wilderern. Leider sind wir es, die darunter leiden. Überall tote Tierwesen. Eine furchtbare Verschwendung. Sicherlich kann jemand die Wilderer vor Gericht bringen. Das Ministerium vielleicht. Wie optimistisch von Ihnen. Aber warum konzentrieren wir uns nicht erst einmal auf das, was wir kontrollieren können? Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten, die Ihnen helfen sollen, zu den Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie Ausschau nach meiner Eule. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele Tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen. Alle klar. Das machen wir doch mal. Ja, ist ja gut. Sorry, Poppy. Ne, aber wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge.